Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Rockers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast. Das freut mich doch ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält. So, meine Freunde, ich habe offscreen etwas gemacht. Und zwar habe ich einfach mal ein bisschen die Bodentexturen hier ein bisschen bearbeitet, dass das Ganze ein bisschen besser aussieht. Also meiner Meinung nach sieht das etwas besser aus. Warte mal, hier passt aber noch was noch nicht. Das sehe ich jetzt erst. Warum passt denn das da noch nicht? Was ist denn das für ein Quatsch hier? So, wenn, dann machen wir es doch richtig, so, ne? Also, wie gesagt, die Bodentexturen hier noch bearbeitet. Soweit, so gut, alles in Ordnung. Vielleicht sollten wir noch mal einen Parkplatz hinbauen. Hier habe ich auch noch ein bisschen was bearbeitet, auch die Bodentexturen. So ein bisschen bearbeitet, so wie es gehört. Dann geht es zu sehr bergab, das geht hier noch. Warte mal, den machen wir mal so. Hier halt das vollendet sozusagen. Und ja, jetzt sollte das auch laufen. Soweit, so gut. Alles tipptopp. Nur so ein paar Kleinigkeiten, die uns jetzt halt noch fehlen. So, warte mal kurz. Und jetzt ist Folgendes. Wir brauchen ja eigentlich... Oh, hier geht es aber gut ab jetzt gerade. Aluminium ist gut vorbei. Oh, ja, doch. Aluminium ist bald voll. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Aluminium ist bald voll. Müssen wir mal gucken, wie wir das lagern dann. Also wie gesagt, wir schaffen momentan ja von unserer Chemiegeschichte. Das Ding hier ist leider leer. Ja, und dadurch staut sich jetzt natürlich auch alles, es ist klar. Es staut sich alles. Unsere eine Chemiegeschichte hier kommt nicht hinterher, das ist logisch. Und dann geht auch das hier so ein bisschen flöten, sage ich mal. Wie gesagt, Fettstau. Ist natürlich alles andere als gut. Mal ganz kurz, vor allen Dingen, dass die dann so doof fahren, das geht gar nicht. Ah, wir können... Ah, ja, ich sehe schon das Problem. Die können ja nur, weil wegen Dings. Wegen dem Trolley. Nicht so gut. Aber okay, also wie gesagt, da gehen wir das nächste Problem an. Denn wir müssen jetzt unbedingt dafür Sorge tragen, dass wir Chemie an den Start kriegen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ne, hier ist ja unser Gefängnis. Wir bauen ja sowieso unsere Stadt noch weiter aus hier in die Richtung. Definitiv. Deswegen wollte ich ganz gerne hier jetzt die Chemiegeschichte hinbauen. Das Öl holen wir von da hinten ran. Und dann das Ganze natürlich hier beliefern lassen. Das ist so zumindest der Plan. Jetzt lass mal ganz gucken. Industrie, fossile Brennstoffe, Chemie. Da hatte ich mir, glaube ich, schon was rausgesucht. New Chemical Plant war das. Genau. Da brauchen wir Pflanzen und da brauchen wir in Anführungsstrichen nur Öl. Nur ist gut. Die brauchten mal Kies, Holz. Die haben zwei Dinger, okay. Die haben zwei verschiedene. Der passt 60 Tonnen. Zufriedener Bürger ist unzufrieden. 40%, ja, ist echt ein bisschen echt doof. Das hier scheint mir die beste Variante zu sein. Wir könnten natürlich auch das Auto Chemical Plant benutzen, ja, aber das ist ja ein bisschen Cheating. Möchte ich eigentlich nicht. Also, wir brauchen hier nur Öl, in Anführungsstrichen, und Pflanzen. Wenn wir davon natürlich mehrere Teile hinbauen würden, wo das Öl dann rankommt und wo die Leute dann arbeiten könnten, könnten wir Gas geben. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das am allerbesten bauen. Wir müssen ja auch daran denken, wir brauchen ja auch Lagerhäuser, wo das ganze Zeug dann gelagert wird. Am besten ein zentrales Lagerhaus, darum dann die ganzen Chemieanlagen und hier die ganzen Häuser. So zumindest der Plan. Warte mal, wir bauen mal jetzt ein großes Lagerhaus. Lagerung. Ich brauche was mit Chemie. Chemie brauchen wir. Chemie. Pflanzen, nein. Hier Chemikalien. Ich brauche ein großes. Möglichst groß, warte mal kurz. Jetzt schauen wir bei den Mods, das ist mir lieber. Also, ich brauche ein großes. 3000 Chemikalien. Ist schon mal schön. Hässlich, okay, das Ding selber ist hässlich. Kombiniert Cargo Large Storage. Hier können wir 15.000 Chemikalien reinballern. Das ist geil. Vehicle Storage. Könnten wir sogar Fahrzeuge reinbauen. Packen. Warenhaus, wir gucken, ob wir noch was anderes haben. Warenhaus. Chemical. Vielleicht haben wir noch was Cooleres.
Da müssen wir natürlich auch dann dafür sorgen, dass wir dann auf jeden Fall nochmal No Whale Medium Open Storage. Nein, das ist es nicht. Waterfront Storage. Wie gesagt, das muss hier dann einwandfrei laufen. Das ist mir zu doof. Lagerhalle sieht gut aus, ist mir aber zu klein. Warenhaus 2300. No Whale 15.000. No Whale Combined Cargo. No Whale Combined Cargo V2 mit 9.000. No Whale Combined Cargo und Vehicle. 9.000. Warum haben die alle keine Whale allerdings? Sprich, keine Dingsebumse. Kein Anschluss für das Gasometer, das nehmen wir auf jeden Fall hier hin. Auch wenn es ein bisschen weniger Fassungsvermögen. Hier, da ist es XL Whale Combined Heliport Storage. Das bedeutet, wir könnten sogar mit Helikoptern das Ganze. Hubschrauber 4. Der hat, okay, der hat das. Alles klar, was haben wir? Three Whale Storage. Der hat 8-fach Storage. 8-fach Whale Storage. Der hat. Okay, das ist das. Also merken wir uns das hier. Flachslager, das braucht man nicht. Das ist erstmal uninteressant für uns. Kornspeicher, alles Kornspeicher, Wahnsinn. Okay, alles klar. Wo ist er denn jetzt? Vehicle Storage, Rail kombiniert, Storage 21 Tonnen. 1000 Tonnen Chemikalien, das ist, denke ich mal, ausreichend. Und wir haben die Möglichkeit, hier natürlich dann können da anbauen, wir können da anbauen. Ich überlege gerade, wie es am allerbesten ist. Wo ist denn die Straßenanbindung? Die Straßenanbindung ist da. Okay, Straßen, hier wäre dann das Teil, dann kommen wir hier rüber. Dann würde ich das nutzen. Ja, wir machen uns mal folgendes. Wir gehen mal einen Tucken näher ran. Das macht ja nichts. Wir werden hier jetzt das Lager setzen. Obwohl, wir können es auch. Theoretisch könnten wir auch ein bisschen mehr in die Mitte. Dann können wir vielleicht ein paar mehr noch nutzen. So, machen wir so. So, na, das ist das. Auch in der Nähe vom Kraftwerk, das ist einmal direkt ein Stromanschluss, das ist okay. Warte mal, was ist denn das hier eigentlich? Die Olle Straße. Die stört mich hier schon die ganze Zeit, diese Olle Lehmstraße. Die geht mir tierisch auf den Puffer. Machen wir mal weg, die stört mich doch massiv. Machen wir mal ganz kurz das aus. Und dann könnte ich theoretisch auch, wenn was fehlen sollte, den ganzen Krempel auch von drüben einfliegen lassen, von einer anderen Insel. Wäre zur Not auch noch machbar, aber, nicht wirklich. So, warte mal. Die Frage ist, können wir denn da vielleicht was lagern? Ich mal ganz kurz, ich weiß gar nicht, was wir hier machen können. Alles lagern können. Vielleicht können wir, wenn wir Öl hier drin lagern könnten, wäre natürlich auch geil. Dann bräuchte ich nämlich nicht extra noch was ranholen. So, wir schließen auf jeden Fall mehrere Fabriken an, mehrere, okay, der Kohleerz wird aber gut beladen. Das ist so heftig verballert hier, oder was? Ja, doch, es wird ein bisschen verbraucht, aber es geht. Na, hier läuft's. Aluminium kommt auch raus, aber Chemikalien ist natürlich ein Problem. Ja, dadurch haben wir natürlich einen fetten Rückstau. Anstatt die Trolleybusse andersrum fahren, ne? Nein, es muss da lang gefahren werden. Ja, es geht noch. Es ist nicht schön, aber es geht.
40% Regierungsloyalität, das ist echt so erbärmlich. So, komm, bauen wir fertig das Ding hier. Denn wir wollen auf jeden Fall mehrere Chemiefabriken anbringen. Wir haben auch jetzt momentan überhaupt kein Geldproblem. Das ist Gott sei Dank sehr angenehm. So, okay, also Chemikalien können wir anschließen, ist kein Problem. Soweit, so gut. Okay, Pflanzen liefern wir hier und hier werden dann die Chemikalien eingeliefert. Okay, also sehen wir mal zu, dass wir jetzt die Chemiefabriken angedockt bekommen. Da hatten wir ja die hier ausgesucht, ne? Die hier, die Huge Chemical Plant mit Pflanzen. Pflanzen können wir da ja einliefern in das Dings. Öl bekommen wir dann woanders. Okay, das ist der Plan. Das heißt, wir können hier vorne was anbringen. Wie gesagt, wir werden jetzt mehrere hier anschließen. Das heißt, wir brauchen viele Arbeitskräfte. Muss ich noch irgendwo einen Zug hinbringen? So, wie gesagt... Das war Nummer 1. Mir geht es ja nur um die Chemieanschlüsse. Der Rest ist mir ja erstmal wurscht. Es muss ja auch nicht unbedingt so sein. Wir können es ja auch zur Not mal drehen. So anschließen. Es muss nicht parallel ausgerichtet sein. Das vielleicht so ausrichten. Können wir noch einen ausrichten? Können wir es vielleicht so machen? Geht auch. Dann machen wir es mal so. Ich versuche ein bisschen was zu sparen. Das hier passt mir nicht. Das brauchen wir nicht. Das ist Blödsinn. Aber wir brauchen ein paar Pflanzen dann. Das ist natürlich jetzt schief hier. Ganz ehrlich, das ist... Nee. Es sieht irgendwie doof aus. Sorry, ich muss das nochmal wegreißen. Ist mir egal, ob das was kostet oder Peng. Nochmal weg. Auch das reiße ich jetzt nochmal weg. Sorry. Aber ich will das parallel haben. Wo bist du denn? Huge Warehouse. Heliport, ne? Das war's, genau. Wie gesagt, es muss parallel sein. Und es wird bei mir unangenehm, sonst fängt es bei mir an zu kribbeln. Sorry, dass das so ein bisschen, Was haben wir denn da hinten? Ja, die Straße können wir zur Not auch nochmal versetzen, wenn es denn absolut sein muss. Aber es sollte schon wirklich parallel sein. So. Okay, also das haben wir. Dann nehmen wir die Straße nochmal weg, wenn es sein muss. Es war ja nur eine Zuführstraße. Hallo? Also. So, okay. Also das haben wir auch. Jetzt gucken wir mal wegen den Chemiegeschichten nochmal ganz kurz. Ich möchte es schön haben. Bap. Auch parallel. Ja, die Frage ist, können wir das? Ja, ich würde. Muss echt ein bisschen schätzen, ob das so passt. Okay, da haben wir schon mal zwei angeschlossen.
Es werden mehrere Chemiedinger angeschlossen werden müssen. Es läuft nicht, geht nicht anders. Ich muss hier aber auch dann natürlich ein Korn. Warum geht denn das jetzt nicht angeschlossen? Warum wird denn das hier nicht akzeptiert? Mehrere Kornsachen anschließen. Mal versuchen zu spiegeln. Ne, das ist ja Blödsinn. Dass wir das da haben. Ja, theoretisch müsste das gehen. Da haben wir jetzt 4 Fabriken angeschlossen. Also 20 pro Tag. Und ist noch erweiterbar. Also ein Anschluss muss sein für ein Silo. Dass wir da was machen. Sonst kommen wir nicht klar. Das würde ich gerne hier freilassen. Zur Not machen wir noch eine 5. dran. Ist mir auch Schnurze. So, okay. Alles klar. Also das wird eine Menge kosten jetzt, aber ist wurscht. Komm. Zieh an. Wusste ich doch, dass das geht. Es hätte mich jetzt gewundert, wenn das nicht der Fall ist. So. Dann mach mal. Dann mach mal, tu mal. Das Einzige, was ich gedreht habe, aber es ist okay. Ich meine, muss ja nicht alles gleich sein. Das wird jetzt hier unsere Riesen-Chemie-Geschichte. Da müssen wir halt, sag mal, Pflanzen ranholen. Ist aber jetzt nicht das Thema. Das kriegen wir locker hin. Indem wir hier Felder aufziehen. Und da dann vielleicht sogar die Sträflinge dran arbeiten lassen. Dass wir hier sagen, okay, wir bauen hier riesige Felder auf. Was wir dann dahin karren. Aber das Ding ist schon fertig. Wie gesagt, Pflanzen und Öl hier. Das ist also Öl ist ja nun wirklich das kleinste Problem. Da haben wir doch viel hier, oder? Öl hier, guck mal. Öl, volle Bulle, Öl, 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 Alter, hier ist alles voller Öl, alles Öl, das ist ja nur Öl, 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 Alter, okay, nur Öl. So, okay, bis auf das große Fabrikgelände. Ja, um das hier zu betreiben, brauchen wir noch viel mehr Leute. Darum kümmern wir uns jetzt. Hier müssten wir auch noch ein bisschen weiter ausbauen, dass es ein bisschen mehr verschmolzen ist. Hm? Okay, da kommen Hubschrauber. Krankenhubschrauber. Okay, das passt aber soweit. Was haben wir hier? Keine Ärzte oder was weiß ich, was? Das ist ja Wahnsinn. Gibt's ja nicht, oder was? Bisschen hart, oder? Okay, alles klar. So, das ist mittlerweile auch gebaut. Wieder dieser blöde... Diese blöde Geschichte mit dem Rasen. Das ist immer so unschön, ganz ehrlich. Muss ich hier rüber wischen, dass ich das alles wegkriege. Das immer durchscheint. Das ist so ärgerlich, ganz ehrlich. Das macht mich echt... Guck dir das an. Das ist so ärgerlich. Das ist dasselbe Teil, was ich drüben auf der anderen Insel benutzt habe. Ist so an sich, wie gesagt, ja nicht schlecht. Ah, das ist ein bisschen tiefer hier. Nochmal abreißen? Nein, das machen wir nicht. So, dann können wir mal schon mal ein Fotochen machen. So, soweit, so gut. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir halt das Öl hier rankriegen. Aber ich denke mal, das sollte das kleinste Problem sein überhaupt. Wie gesagt, hier werden wir dann Pflanzen lagern. Und Öl werden wir hier ran bauen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz die Infrastruktur schaffen. Ich mache jetzt auch bewusst
Das so? Vielleicht machen wir auch wirklich nur eine... Okay, warte, nur fertige Straßen, oder? Eine rein, eine raus. Ja. Warte. Drahtmodell. Ah, du wirst knapp. Aha. Versuchen das parallel zu ziehen. So, da ist das. Dann haben wir hier auch noch. Hier könnten wir uns Kies abbauen, wenn wir wollen würden. Ja, das ist das. Kriegen wir das. Oh, oh, oh. Guck an, guck an. Guck an. So, lass mal fertig bauen. Das sieht doch mal gar nicht mal so uncool aus. Ja, mei. Ja, nicer, da ist er. So, passt auch. Das bleibt free, das ist okay. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir das... Okay, anders gemacht. Wir müssen es nochmal etwas wegnehmen. Sonst ist es ein bisschen zu... stramm. Ach, come on. Eben ging es so wunderbar. Weißt du, jetzt fängst du an, wieder rumzuzicken. Ach, komm. Eben ging es doch. Zu scharfer Winkel des Bademanns. Ja, ist klar. Eben ging alles und jetzt auf einmal nicht mehr, oder was? Das ist auch immer... Das verstehe ich manchmal nicht bei den Game. Weißt du, es ist alles schön, aber manchmal ist er echt. Ja, jetzt geht's wieder. So. Jetzt ist er wieder zu rund. Kann ich das nicht? Doch. Nee. Das ist nix. Das sieht ja assi aus. So, okay. Also haben wir das. Jetzt machen wir das. Okay. Warte mal, das geht gar nicht. So, besser. Nicht perfekt, aber besser. Okay, so, dann haben wir das. Eine andere Infrastruktur steht im Wege. Ach komm, ey, leck mich doch am Fuß. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, ich verliere mich schon wieder in zu viel Details. Zu viel Kleinkram. Sorry, nope. Das gefällt mir dann doch nicht. So, jetzt wird es leider wieder dunkel.
So ist er noch okay. So, dann haben wir das. Dann haben wir den. Dann haben wir den etwas abweichend. Mein Gott, ist es halt so. So, du rein. Ich hoffe, dass die so schlau sind. Und irgendwie drehen können oder so. LKWs und was weiß ich nicht was. So, dann haben wir das. Jetzt machen wir das auch noch hier dran. Ja, jetzt sehe ich da gerade ein Problem. Ja, mal sehen, ob das klappt. Ja, rein, raus, okay. So, soweit, so gut. Jetzt gucken wir uns hier das Elend nochmal an. Hier gehen wir andersrum raus. Hier gehe ich so raus. So, dann machen wir so. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir werden es sehen. Wenn nicht, machen wir halt eine normale Straße wieder draus. So, dann machen wir das andere auch mal ein bisschen anders. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal schnell fertig. Na. Na. Ja, dass wir hier wirklich, dass die vielleicht wirklich nur da rausfahren und da dann wieder raus reinfahren und auf der anderen Seite rausfahren, LKWs. Weil die werden wir ja mit LKWs nochmal abtransportieren müssen. So, das läuft auch. Jetzt haben wir den hier noch. Okay. Ah, damit haben wir jetzt die Infrastruktur angeschlossen. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um die Ölgeschichte, dass das schon mal rankommt. Und dann sehen wir alles andere weiter. Bis dahin sage ich mal, macht's gut. Ciao, ciao, euer Ed von der Gaming.tv. Bye, bye.